Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Dossier des Stegosaurus oder auch einfach nur Stego. Er ist ein Herbivore, also ein Pflanzenfresser, vom Temperament her sanftmütig und ihr könnt ihn sowohl zähmen als auch reiten. Stegosaurus besitzt ca. 16 gepaarte Plattenreihen entlang seinem Rücken, flankiert von 6 kleineren Platten. Dies steht im Gegensatz zu den Stegosaurus-Fossilien, die man in Museen findet. Man begegnet Stegosaurus so ziemlich überall auf der Insel. Es wird üblicherweise dazu genutzt, um große Mengen an Waren sicher zu transportieren. Die Platten von Stegosaurus dienen dabei als Schutz vor Pfeilen von Angreifern. Unglücklicherweise machen diese Platten das Be- und Entladen von Waren schwieriger. Beim Angriff schwingt der Stegosaurus seinen mit Stacheln besetzten Schweif nach den Gegnern und hat damit eine große Angriffsfläche. Allerdings muss man bei dieser Attacke darauf achten, keine anderen Kreaturen in der unmittelbaren Umgebung zu verärgern, indem man sie aus Versehen trifft. Mit dieser Attacke kann man im Übrigen sehr wirkungsvoll eine große Menge an Beeren farmen. Es ist nicht überraschend, dass Stegosaurus die Stacheln an seinem Schweif benutzt, um sich selbst zu verteidigen. Es kommt anderen Stegosaurus zu Hilfe, wodurch sich andeutet, dass es ein Herdentier ist. Kommen wir noch zu ein paar Informationen abseits des Dossiers. Neben dem Bärenfarmen kann der Stegosaurus auch kleine Mengen an Wood und Thatch farmen, allerdings kein Fiber. Zudem kann es von einem Quetzal aufgenommen werden.